Es ist schlimm seit September 2015. Ich sitze da irgendwie bei so einem Thema und möchte gern ein Video drüber machen, dann kommt irgendwie so ein ganz dicker Klopper in den Nachrichten oder in den Neuigkeiten und ich bin gedanklich ganz woanders. So geht es also seit September 2015 und in diesem Video geht es um den amerikanischen, oder den US-amerikanischen Journalisten Bill Still, dem ich sehr gerne folge, weil er allgemein sehr gut informiert in seinen Minute-Memos, die täglich erscheinen. Und was für einen US-amerikanischen Journalisten eher selten ist, dass er eben sehr detailliert über Deutschland informiert. Bill Still ist nicht irgendjemand, er ist auch Buchautor. Anhand dessen, was Frank L. Baum in der Geschichte The Secrets of the Wizard of Oz, also die Geheimnisse des Zauberers von Oz, beschreibt, zeichnet er eben den Niedergang der US-amerikanischen Gesellschaft der Bundesstaaten nach. Und das alles finanztechnisch. Auf dem Kanal Wahrheitsbewegung ist dieses Video zu sehen, da kann man sich das alles anhören. Das Geheimnis von Oz, Doku Deutsch. Also, Bill Still berichtete also nun auch über dieses Vorkommnis am Silvester 2015 zu 2016, wo es insbesondere in Köln jede Menge sexuelle Übergriffe gab. Und wir müssen hier von einer konzertierten Aktion sprechen, weil das war eben nicht nur in Köln, sondern auch ganz woanders. Und in dem Zusammenhang versuche ich jetzt hier in diesem Video mal vorzustellen, was Bill Still auf seinem Kanal schon 4 Tage vor Weihnachten 2015 brachte. Es geht um einen Spiegelartikel, Back from the Caliphate, Returnee says IS recruiting for terror attacks in Germany. Es geht hier um eine konzertierte Aktion, dazu später. Achso, und das eben alles basierend auf den Aussagen von Harry S. aus Bremerhaven. Ja, dazu später. Über dieses Vorkommnis in Köln gab es natürlich einigen Disput. Viele wollten Beweise sehen. Da gab es auch Augenzeugen. Ein YouTuber hier, einer, der einen YouTube-Kanal betreibt, Mythenmetzger, ist direkt am Ort des Geschehens gewesen. Er hat dann auch nochmal nachgelegt, zum Bahnhofsvideo heißt das Video, wo er dann eben sich auch noch rechtfertigte, warum er da keine Kamera dabei hatte. Nun, die Beweise legt normalerweise die Polizei vor oder eben die Journalie, ne? Dass denen nicht zu trauen ist, sollten wir wissen. Bei der Polizei sind sie in Abhängigkeiten und die Polizeiführer haben alle ihr Parteibuch, sind also parteiisch und tun das, was die Partei befiehlt. Oder sie sind eben finanziell derart belastet. Es werden ja sehr viele Angebote gemacht. Mir wurde dies hier zugeschickt bezüglich der Bundeswehr. Auch dort ist das der Fall. Da kriegt man dann solche Karten und irgendeinen zinslosen Kredit und nicht wenige nehmen denn. Ja, und wenn sie nicht funktionieren, dann wird gesagt, ja, du musst dann noch einen Kredit zurückbezahlen und so weiter. Na ja, und so weiter. Also man kann das alles menschlich auch nachvollziehen. Nur es geht eben nicht an, Beweise einzufordern bei sexuellen Übergriffen oder gar Vergewaltigungen. Denn wenn die Opfer nun befragt werden, ja, beweist das doch. Beweise es. Ja, dann ist das nämlich die zweite Vergewaltigung. Es gibt Empathiemonstren. Die können sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Und deswegen sind gerade die aufgefordert, sich deutlichst zurückzuhalten. Wer also ein bisschen rumrecherchiert, kann dann zum Beispiel auch diesen Bericht hier sehen. Das war, glaube ich, in Stuttgart, wenn ich mich richtig entsinne, wo dann ein Vater schreibt: Nun also meine Tochter. Und nun, die kann das beweisen, die hat sogar was im Gesicht, was da normalerweise nicht wäre. Die ist verletzt, die ist richtig verletzt. Fragt irgend so ein schlauer Mensch wahrscheinlich, ja, das hat ja nichts damit zu tun. Oder, irgendwann ist mal gut, ne? Denn Bill Still zum Beispiel aus den USA kann zeigen, wo es überall gewesen ist in der Silvesternacht. Ne? Das war also in Österreich, in der Schweiz, in mehreren Städten hier in Deutschland, in Schweden, in Finnland. Ja, und wer ein bisschen recherchiert, kann sich die ganzen Statistiken angucken. Und wer dann immer noch Beweise braucht, der kriegt einen Tritt in den Hintern, dass der Stiefel bis zum Schaft drin stecken bleibt. Gut, das sind aber alles nur Symptome einer Krankheit.
Ja, diese ganzen Flüchtlingsströme und so weiter, das ist alles nur Symptom einer Krankheit und die geht zurück bis vor den Dreißigjährigen Krieg, also im 17. Jahrhundert. Es ist der Kulturkrieg. Und als solchen dürfen wir auch verstehen, dieses Symptom hier, nämlich diese ganzen Wirtschaftsgebaren und was damit zusammenhängt und eben Machtpolitik. Und schon George Friedman hat es ganz klar zum Ausdruck gebracht: Wir sind eine unbekannte Variable. Ja, und was es heißt, eine unbekannte Variable in einem Konglomerat von Machtgefüge zu sein, könnte vielleicht nahelegen, dass eine Auslöschung, eine Ausradierung der Fall ist. Und hier, ich profitiere immer von Kommentaren, die nützliche Infos bringen hierzu. Polartag schreibt zum Beispiel, bis 2050 sind für uns 10,1 bis 18 Millionen Migranten von der Feindstaatenorganisation UN eingeplant. Also das kann man durchaus nachvollziehen. Es geht ja auch, es ist ja nicht nur George Friedman oder hier dieser Artikel hier über die UN. Das kann man wissen, das gibt auch noch mehr Verweise. Das Problem sind unsere Gutmenschen. Die können sich immer alles nicht vorstellen. Die leben in ihrer moralinsauren Welt. Mag sein, dass sie total tolle moralische Attribute erfüllen möchten und so weiter und so fort, aber überhaupt kein Hintergrundwissen haben. Und es ist auch ein bisschen erschütternd, dass die ethnologisch überhaupt nichts drauf haben. Die wissen von anderen Kulturen nichts und das heißt, sie interessieren sich ja überhaupt nicht dafür. Also es ist eine Scheißegal-Stimmung. Das muss man den Leuten einfach mal vorwerfen. Wer hier jetzt sagt, ja, haben sie es doch verdient, dann irgendwie Opfer sexueller Übergriffe zu werden, so weit möchte ich nicht gehen. Aber einen kleinen Denkzettel darf es hin und wieder ruhig geben. Schließlich berichten selbst unsere prostituierten Medien darüber, wie es anderswo zugeht. Und da kann man viel mehr finden. Ich zeige nur, was die Zeitschrift Stern hierzu zum Beispiel auch bringt. Und das kann man wissen, denn unlängst war ja der geschäftsführende Bundesgaukler in Indien und warb auch dort dafür, ob nicht vielleicht ein paar Leute dort hierher kommen möchten, nicht? Ja, und dann kann man das hier lesen. Zwei Mädchen sollen vergewaltigt werden als Strafe für das Vergehen ihres Bruders. Ja, und das ist eine Dorfjustiz in Indien. Da geht's von Dorf zu Dorf etwas unterschiedlich zu. Anderswo wäre was ganz anderes rausgekommen. Und es ist nicht nur in Indien so, das ist auch in der Südtürkei so, wo es noch die Bey-Gesellschaften gibt. Ja, das sind Stämme. Und da hat der Bey, also der Führer dieser, was weiß ich, des Clans, der macht da die Gerichtsbarkeit. Was dabei rauskommt. Nun, und dann treffen solche Leute auf unsere Gutmenschen mit ihren möglicherweise hohen Moralvorstellungen. Ja, und dann haben sie plötzlich einen Sprung in der Festplatte. Und dann heißt es Error 404 wird nicht gefunden. Tja, sowas aber auch. Nochmal ein kleiner Appell an unsere Gutmenschen. Wir haben Not. Richtig, in unseren Altenheimen. Und da geht's nur darum, vielleicht mal vorbeizugehen und, wenn's gewünscht ist, mal eine halbe Stunde vorzulesen. Aber ich will ja niemanden überfordern. Was muss man eigentlich noch erleben, wie im letzten Jahr geschehen, um zu wissen, dass hier eine Politkaste des Besatzungskonstrukts uns hier den Krieg erklärt hat? Wie zum Beispiel dieser Kasseler Regierungspräsident Lübcke, der den Deutschen nahelegt, das Land zu verlassen. Muss er erstmal durch die Reihen gehen, Backpfeifen verteilen, damit die Leute dann mitkriegen, es herrscht Krieg? Lassen wir das. Bilstil informiert also sehr gut über Deutschland und von dem habe ich auch als erstes erfahren, dass der Kölner Polizeichef suspendiert wurde. Der nächste mit Parteibuch steht in der Schlange. Es ändert sich natürlich nichts. Interessant ist aber auch, was sich im Punkto Moslems Einwanderung in den USA so tut. Da wird ja mal gesagt, ja, das sind ja auch gar nicht so viel, ne? Die lassen ganz wenig Syrer rein und so weiter. Nun, UPS ist eine Firma, also United Parcel Service, und die haben so Flughäfen irgendwo in der Pampa. Und sie haben Passagiermaschinen. Und Bill Still stellt hier in einem seiner Videos Aussagen von Busfahrern,
vor, die also behaupten, angeworben zu sein, Aufträge bekommen zu haben von UPS, um dann, was weiß ich, den ganzen Bus voller Moslems in irgendwelche Städte zu verfrachten. Ja, man kann dann auch hier diese Statistiken sehen. 680.000 sind normal geplant pro Jahr. Ich glaube, das ist pro Jahr, ne? Und zusätzlich kommen jetzt diese mit diesem United Parcel Service. Gut, in den meisten US-Bundesstaaten sind diese syrischen Refugees nicht erwünscht. Nur in 5 bekennt man sich ganz klar dazu, ja, wir nehmen welche. Also wir sehen, das ist nicht so ganz einfach dort. Und auch dort gibt es sicherlich Probleme. Wir erfahren dieses nun ganz besonders nachdrücklich am Silvester 2015-2016. Und weil es ja hier so viele gibt, die sich das nun gar nicht vorstellen können, die Beweise brauchen, ja, dann guckt euch doch mal ein bisschen anderswo um. Das geht die ganze Zeit. Und in Finnland passierte das ja auch. Und da gibt es dann ebenso Demonstrationen gegen diese Migranten, die eben ganz andere Vorstellungen haben, die hier nun mal in der Masse nicht hergehören. Punkt um Schluss. Also hier wird dann auch geschrieben, also was sie da alles getan haben, also ja, egal. Ne? Auch über die Bürgermeisterin Reke hatte er sich dann ausgelassen. Also das ist ja die, die angeblich da mit dem Messer attackiert wurde und daraufhin dann Bürgermeister. Man muss ja erstmal populär werden, nicht wahr? Und Gutmenschen fallen auf so einen Scheiß rein. Ja, und das ist dann die gewesen, die die glorreiche Idee hatte für den Karneval 2016, der jetzt bald folgt, dass die Damen doch eine Armlänge oder so ähnlich Abstand halten sollten. Nicht? Also ganz blöde ist der Vorschlag ja nicht. Es kommt immer darauf an, was man denn da in der Hand hat mit diesem ausgestreckten Arm. Also ich kann selber mit Pistolen schießen, aber mit der Pistole ist es eben sinnvoll, so wie die Dame hier ausgestreckte Arme zu haben. Da kann man treffen, aus der Hüfte geschossen, da schießt man 3 Meter vor sich in den Boden, weil der Abzug so schwer abzuziehen ist. Na, kleiner Spaß, ne? Ja, mit der Armlänge hat sie das nicht gemeint, die Reker. Tja, nun wurde aber auch schon vor einiger Zeit auf diesem Kanal von Bill Still darüber berichtet, dass tausende Flüchtlinge auf eigene Faust ihre Unterkünfte verlassen und mal eben weg sind. Ja, das ist natürlich kein Risiko für die innere Sicherheit. Und im Zusammenhang mit diesen Aussagen von Harry S. aus Bremerhaven kann man natürlich schon Sorge bekommen. Was hat er denn gemacht? Also, Harry S. ist aus Bremerhaven, wurde dort wohl geboren auch, wuchs dort zumindest auf, hatte einige Jahre Schule wohl geschafft, brach dann ab, ist dann so in die Jahre gekommen, träumte von einer Karriere als Bauingenieur in Saudi-Arabien. Das ist da, wo wenn die ganzen Gläubigen versammelt sind bei dieser Hadsch da in Mekka, wenn da der Baukran umfällt. Ne? Das sind vielleicht solche Bauingenieure. Ja, und wie gesagt, und weil das da auch nicht klappte so mit dem Bauingenieur, da hat er sich dann anwerben lassen von dieser IS in Saudi-Arabien. Er kam dann auch in so ein Ausbildungslager. Ja, und da musste er dann marschieren, viele Kilometer, in der Sonne stehen, irgendwie nichtsnutzig. Ja, und als er das dann nicht mehr wollte, da wurde er dann verprügelt und geschlagen und solche Sachen, so lange, bis er das dann machte. Dann kam es noch zu einer Erschießung von Unschuldigen in Palmyra in Syrien. Da war er dann wohl schon in Syrien eingesetzt und da ist ihm das wohl irgendwie zu viel geworden. Er büxte dann aus und wollte zurück nach Deutschland. Hier wurde er dann von der Polizei aufgegriffen, weil so geht das natürlich nicht, dass man da einfach von der IS desertiert und ist wohl in Haft geraten. In dem Zusammenhang hatte er denn eben davon berichtet, dass eben damals dort, wo er da in Syrien war, sehr viele angeworben wurden für ein zeitgleiches Ereignis in Deutschland. Man kann jetzt viel diskutieren oder viel Überlegungen sich machen. Diese Sexattacken oder was weiß ich was, wie man das da benennen soll, welche da am Silvesterabend gelaufen sind, werden es wohl nicht gewesen sein, was da mit den zeitgleichen Ereignissen in Deutschland gemeint war. Das kann aber eine Übung sein. Kann man Truppen mobilisieren?
kommen die auch alle, ja, und so weiter und so fort. Wie ist das jetzt einzuschätzen? Also letzten Endes, wer sich mit der Geschichte auskennt, weiß einfach, dass muslimische Soldaten schlechte Soldaten sind. Ja, im Mittelalter, da haben die vielleicht noch was erreichen können, als es noch nicht sowas gab wie diese europäische Militärdoktrin und so weiter mit wohlgeordneten Truppen. Selbst im Dreißigjährigen Krieg hatte der Kaiser ja gar keine Soldaten. Ein stehendes Heer gab es nicht. Und die, die man bekam, das waren dann Söldner. Gegen sowas hatten die muslimischen Truppen immer noch gute Aussichten. Dies änderte sich dann aber und dieses Bild hier zeigt Truppen der osmanischen Armee aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Links sind zu sehen die Deliler. Das sind tatsächlich Osmanen. Das sind dann irgendwelche Truppen gewesen, also als das Osmanische Reich einen Krieg hatte, wurde dann einmal das Osmanische Reich durchgekämmt und alle bekloppten Irren und Perversen und so, die hatte man dann in solchen Truppen zusammengefasst in den Deliler. Man sieht es schon an der Bewaffnung, das ist Bewaffnung des 13. oder 12. Jahrhunderts. Ne? Der eine hat einen Rabenschnabel in der Hand, der andere eine Lanze. Und dass sie nicht ganz dicht gewesen sind, sieht man bei dem Glatzkopf da vorne auf dem Pferd, der hat zwei Pfeile im Kopf. Ja, die hat er sich dann da reingeschoben oder so. Gut, das sind irgendwelche Terrortruppen. Die sind dann auch sehr schnell weg gewesen. Ne? Wurde bekannt, dass solche Truppen da ihr Unwesen trieben, dann schickte man eine Schwadron los, gut ausgebildeter Soldaten, und das war dann der Beginn des irdischen Daseins von solchen Leuten. Anders verhielt es sich mit den Rennern und Brennern. Akinci heißen die, oder hießen die. Hat nichts zu tun mit Akif Pirinci, der kann da nichts führen. Ich sage das bloß nicht, dass da jemand was durcheinander bringt. Das sind sehr gut ausgebildete Reiter gewesen, leichte Kavallerie. Und die haben den Auftrag gehabt, genauso wie die Deliler, Terror zu verbreiten. Die sind ganz schnell von A nach B geritten, haben dort alles in Schutt und Asche gelegt, Frauen und Kinder umgebracht. Deswegen ist das auch eine Lüge, was einem Moslems versuchen zu erzählen, dass es eine friedliche Religion sei oder so. Die Praxis sieht nun mal anders aus. Und nicht nur, was diese Zwischenfälle im 17. und 16. Jahrhundert angeht. Die Mogulen in Indien waren auch nicht besser. Da gibt es also ganz, ganz fürchterliche Bilder. Ich zeige die hier ja gar nicht, ne? Aber die Besonderheit war eben bei diesen Deliler, also die Bekloppten da und diese gut ausgebildeten Akinci, es sind Truppen ohne Sold gewesen. Die haben keinen Sold gehabt, die lebten vom Brandschatzen. Und deswegen konnte man sich da auch zum, was weiß ich, zum Islam bekehrt geben und sagen, ja, ich, Allahu Akbar oder sowas, ne, da hast du trotzdem das Ableben erfahren. Das ist also alles Quatsch. Es gibt auch sowas wie einen Zentralrat der Muslime, den gibt es doch überhaupt nicht. Ja, man packe mal Aleviten und Sunniten zusammen. Ich habe genug türkische Arbeitskollegen gehabt, also ich bin da bestens im Bilde. Es geht nicht. Ja, die Sunniten, die verfluchen Ali, den Namensgeber der Aleviten. Auch Polen hatte zum Beispiel in der Zeit, also 17. Jahrhundert, Tataren als Söldner. Und 8 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg, also Ostpreußen war überhaupt nicht tangiert vom Dreißigjährigen Krieg, aber 8 Jahre danach kam es zum Tatarensturm auf Geheiß Sigismund Vasas, König von Polen. Ja, und die haben da also tatsächlich auch jede Menge Terror gemacht. Lipka-Tataren und Krim-Tataren sind es gewesen, aber auch polnische Soldaten. Ja, und 90% der Ostpreußen sind umgekommen da in der Zeit. Ja, und anschließend kam dann der große Kurfürst, ne, mit brandenburgischen und schwedischen Soldaten, und bei der Schlacht von Warschau, da standen ihm dann mit seinen 20.000 Brandenburgern und Schweden 80.000 Polen und Tataren gegenüber. Und er gewann die Schlacht, ne, auch wieder ein Hinweis darauf, sobald eine geordnete Truppe denen gegenübersteht, haben sie nichts mehr zu lachen. Ne, aber hier gibt es ja eben sehr viele Berichte darüber, wie hier zum Beispiel auf dem Kanal Cluster Vision Mach 2, da wurde dann auch berichtet davon, dass eben überall Waffenfunde sind und so weiter. Die brauchen auch nicht diese Waffen. Die NATO-Geheimarmeen, die haben ja so und so viele Waffen irgendwo gelagert. Ne? Das würde ja reichen, um zum Beispiel solche IS-Truppen hier
ausreichend zu bewaffnen. Nur, solche Truppen, das kann man mit einiger Sicherheit sagen, haben nach 2 Wochen verschossen, also haben keine Munition mehr, die Waffen sind kaputt, ne, weil es sind keine guten Soldaten. Die werden dann irgendwo in so einem Gebüsch, nachdem hier die ganze Infrastruktur kaputt ist und sie nichts mehr zu fressen haben, werden sie erbärmlichst verhungern. Und bei den Gemeinden brauchen sie gar nicht erst vorbeigucken, da werden sie dann auf ein spitzes Holz gesetzt oder so. Naja, also wie gesagt, ne, also es gibt viele nicht zutreffende Annahmen, also auch was uns immer suggeriert wird mit dieser Umma, dieser islamischen Gesellschaft, dass die alle so einig sind. Guck mal, gibst du den Begriff ein, Moschee und zwangsversteigert? Ja, wieso werden hier die Moscheen zwangsversteigert? Ja, weil sie noch nicht mal die Heizkosten bezahlt kriegen. Also so dolle scheint das nicht zu sein mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl oder einer Verpflichtung ihrer Religion gegenüber. Wenn Erbakan das Buch schrieb, wo denn wörtlich stehen soll, ja, die Moscheen sind unsere Kasernen und die Minarette unsere Bajonette und so weiter. Ja, es ist scheiße, wenn die alle versteigert sind, wa, Erbakan? Ja, was macht man jetzt? Also, die staatliche Struktur ist ja eigentlich nicht mehr vorhanden. Ne? Die Politiker haben mehr oder minder schon den Krieg erklärt. Ich muss das jetzt nicht weiter erklären, also genügend Beispiele gab es da. Dann habe ich auch schon in vorherigen Videos immer wieder gesagt, ja, dann müssen sich die Gemeinden organisieren entsprechend. Ja, es gibt einige, auch jetzt schon, nicht? Bürgermeister, die also sehr resolut auftreten und sagen, hier, bis hierhin und nicht weiter. Ja, die sind mehr oder minder gut informiert, wahrscheinlich eher schlechter. Es gibt natürlich dann auch die anderen Bürgermeister und das wurde dann immer wieder von Kommentatoren geschildert, ja, unseren Bürgermeister kannst vergessen. Eins der schlimmsten Beispiele ist hier dieser Nidal aus Nordrhein-Westfalen irgendwo, der also eine wahre Freude entwickelt, da die Einheimischen aus den Wohnungen zu schmeißen, um da Ausländer reinzuquartieren, also Moslems. Nun, die sind alle nicht gewählt. Das ist das Problem und vielleicht auch der Glücksfall. Das kann man denen ja mal mitteilen. Wer mehr nähere Infos braucht, weil ich kann hier nicht alles erzählen, der möge mal den Kanal Jonacast hier bei YouTube eingeben. Ich werde die Linkadresse in der Videobeschreibung hinterlassen, falls dieses Video irgendwo anders hochgeladen wird. Bitte mitnehmen den Link. Das sind die Leute aus Sachsen von Schwerter und Pflugscharen und die beschäftigen sich intensivst mit den Wahlen und die können das auch, haben das auch alle schon nachgeprüft in minutiöser Kleinarbeit. Die Wahlverzeichnisse sind mindestens schlecht geführt, wenn gar nicht vorhanden. Des Weiteren gibt es hier abweichend vom Wahlgesetz, selbst der BRD, erhebliche Abweichungen, zum Beispiel bezüglich der Staatsangehörigkeit. Du musst Staatsangehöriger sein. Du musst Bürger einer Gemeinde sein normalerweise, aber in der BRD ist es gegenwärtig oder seit 2002 so, dass du eine Staatsangehörigkeit angedichtet bekommst, die es gar nicht gibt, aufgrund dessen, dass du hier geboren wurdest. Naja, und das geht natürlich überhaupt nicht. Ja, und guck mal, solche Leute wie diesen Nidal, ne, es gab immer wieder Zeiten, nicht nur in Deutschland, überall, da sind Leute einfach mal rausgeflogen. Es können ja auch mal ein paar mehr sein, wenn hier Diegel uns in Aussicht stellt, dass 2025 nur noch 48 Millionen Leute hier sind, von 82 Millionen, dann kann es ja sein, dass Damen und Herren von dem Charakter und der Art und Weise von Herrn Nidal einfach mal auf die Reise geschickt wurden. Nicht? Ruanda, Burundi soll schön leer sein inzwischen. Ne? Und mit Suaheli soll man da gut sich verständigen können. Gut. Wie macht man denn das? Also immer wieder, es geht ja jetzt darum, einen Bürgerkrieg zu verhindern. Das Beste ist die Organisation. Und das geht am besten eben über eine Angehörigkeit. Früher war es so, dass eine Gemeindeangehörigkeit vorhanden sein musste, bevor es überhaupt eine Staatsangehörigkeit gab. Und das ist die tatsächliche staatliche Gesetzgebung, nach der hier verfahren wird. Viele haben ein Problem damit. Und ich hatte dann in einem meiner letzten Videos gemeint, so und so, ein Jahr Bundeswehr reicht. Man kann sich hier diese ganzen Sachen vom Reichs- und Staatsangehörigkeit durchlesen, die ganzen Paragraphen. Ich fasse es kurz zusammen. Ein Jahr Einsatz für die Gemeinde reicht, um zum Beispiel die Gemeindeangehörigkeit zu bekommen und
diesbezüglich dann eben auch die Staatsangehörigkeit, die Bundesstaatsangehörigkeit ist gemeint. Ich mache da nochmal ein separates Video. Es reicht auch 3 Jahre Aufenthalt. Ich werde das, wie gesagt, in einem separaten Video, damit das Suchen nicht so schwierig wird, weil ich weiß nachher auch nicht mehr, in welchem Video habe ich was gebracht. Da wird das dann genau betitelt. So, und dann hatte ich ja nun gesagt, ein Jahr Bundeswehr würde ja reichen, um einen Anspruch zu erlangen, eine Bundesstaatsangehörigkeit zu bekommen. Und das, da haben viele natürlich mit Recht auch gesagt, ja Moment mal, die Bundeswehr ist eine Firma und so läuft das hier schon mal gar nicht. Es geht um den Dienst an der Gemeinde. Also erstens haben wir das Soldatengesetz § 9. Das ist in der Öffentlichkeit vorgetragen und hier wurde vereinbart, die kriegen das Geld, also die Steuergelder, die Bundesstaatsangehörige entrichten und sorgen für den Schutz des deutschen Volkes. Hier steht Eid, das nennt sich zwar Gelöbnis, aber jeder Bundeswehrsoldat geht davon aus, dass er ein Eid geschworen hat. In der Öffentlichkeit. So, und dieser Vertrag wurde angenommen. Niemand von denen, die hier jetzt irgendwas sagen, nein, 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 das geht so nicht. Niemand von denen hatte bei diesem Gelöbnis oder auch von mir aus 2 Wochen später gesagt, nee, stopp mal, hier läuft was schief, das geht so nicht. Also, aber vergessen wir das mal. Das ist der Dienst an der Gemeinde. Wir können aber nochmal weitergehen. Und zwar, die Firma Schering hier in Berlin-Mitte hat eine Feuerwehr. Diese rückt aus zu Einsätzen im Bezirk Wedding und Moabit. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, so und so, aber Moment, das ist eine Firma, die leisten keinen Dienst an der Gemeinde. Die setzen ihr Leben ein für die Gemeinde. Gut, reicht immer noch nicht. Dann hätten wir noch die Berufsfeuerwehr, die manchmal sogar zusammen mit der Feuerwehr von Schering tätig wird. Auch da setzen die Leute unter anderem ihr Leben aufs Spiel, um einen Dienst an der Gemeinde zu tun. Jetzt kommt natürlich der Kleinkarierte an und Berufsfeuerwehr, stopp. Ja, das ist BRD oder Land Berlin, das sind alles Firmen, das geht, die haben keine Bundesstaatsangehörigkeit. Unweit davon befinden sich aber gleich 2 freiwillige Feuerwehren und das sind Feuerwehren der Stadtgemeinde. Also spätestens hier reden wir von Gemeindetätigkeit. Wenn es größerer Einsatz wird, sind von mir aus alle 3 Feuerwehren da. Berufsfeuerwehr, Schering und Freiwillige Feuerwehr. Die machen alle dasselbe. Und jetzt kommt irgendjemand an und sagt, Moment mal, der ist von der Firma, nee, der kriegt keine Bundesstaatsangehörigkeit. Aber der von der Freiwilligen Feuerwehr, natürlich, selbstverständlich, der wohl. Bei einem solchen Brand ist es notwendig, einen Notarzt zu haben. Ja, gerade wenn der Brand ein bisschen größer ist und so. Ja, und dann stellt nämlich das Bundeswehrkrankenhaus Berlin den Notarztwagen. Das suffiziente Reanimationsteam des Stabsarztes besteht aus 2 Bundeswehrsoldaten, Sanitätern. Gefahren wird der Wagen von einem Gefreiten oder Hauptgefreiten, einem Soldaten. Des Weiteren hat dieses Bundeswehrkrankenhaus sowieso 10%, alle Bundeswehrkrankenhäuser haben 10% etwa zivile Patienten, weil die möchten auch gerne so abrechnen bei der Krankenkasse, wisst ihr? Aber dieser Notarztwagen und die anschließende Versorgung bis hin zur Küche, weil Patienten brauchen ja auch was zu essen und so, wird geleistet von Bundeswehrsoldaten. Dieser Notarztwagen rückt auch aus, wenn du einen Herzklabaster kriegst in Moabit oder Wedding. Es sollte klar geworden sein, dass eine Bundesstaatsangehörigkeit durch 1 Jahr Dienst an der Gemeinde einzufordern ist, auch wenn man bei der Bundeswehr gewesen ist. Wozu die ganze Übung? Man muss sich ja erstmal finden. Und wenn man dann erstmal weiß, in welchem Bundesstaat oder welche Bundesstaatsangehörigkeit man hat, dann kann man ja mal eben zum Copyshop gehen und sich eine der Flaggen hier, die zutreffend ist, eben ausdrucken, auf eine Pappe kleben, Zellophan, also hier so Klarsichtfolie drüber und mit einer Sicherheitsnadel ans Revers heften. Also eine Jacke oder so. Das wäre zum Beispiel die Möglichkeit, um zu erkennen zu geben, man will mit dem System nichts zu tun haben. Man beruft sich auf die Bundesstaatlichkeit, auf die bundesstaatliche Gesetzgebung, die mit der Bundesrepublik Deutschland nichts und 0, gar nichts zu tun hat. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Besatzungsinstrument und wer beim Bundesministerium des Innern nachfragt, ob die Überleitungsgesetze noch gelten, der wird erfahren, ja, die sind vollumfänglich im Bundesrecht enthalten inzwischen.
Also, dieses Besatzungsrecht ist Bundesrecht. Es gibt keine Debatten. Die schicken einem das zu. Ich habe es schriftlich. So. Und sollte es nun zu einem Blitzkrieg vor Germany kommen, wie Bill Still uns das nicht ankündigt, nein, er berichtet einfach nur drüber, ne? Ja, dann kann man eben so weit gehen, in den Gemeinden auch jene Flaggen hochzuziehen und dann schmeißt man solche Typen wie Nidal und sonstige Möchtegern-Bürgermeister raus und zur Not beruft man sich auf das Gesetz für den Belagerungszustand, welches immer noch gilt und nicht abgeschafft wurde. Man kann sogar Renvent-Bezirke ausweisen und dann werden Truppen aufgestellt. Ja, und dann kommen schon die Waffenhändler, keine Sorge. Die kommen dort für Ordnung sorgen. Dann haben solche Typen hier wie Harry S. und wer da immer noch von der IS hier rumschwirrt, haben keine Chance. Wie gesagt, das für den Ernstfall. Aber das Mindeste, was jeder machen kann, ist eben, sich die Bundesstaatsflagge ans Revers heften, um überhaupt erstmal für andere auch ansprechbar zu sein. Ja, also dieses ganze Geschimpfe oder sonst was, das bringt nichts. Und Demonstrationen auf der Straße bringen auch nichts. Was wollt ihr denn machen? Pappschilder hochhalten oder so? Wenn ganz viele diesen bundesstaatlichen Flaggen am Revers durch die Gegend laufen, dann könnte es sein, dass gewisse Extreme, die vorgesehen werden, ja, für uns, eben nicht gemacht werden. Das ist ein deutliches Zeichen. Hier, ich bin nicht einverstanden mit eurem Scheiß hier. Ich will damit nichts zu tun haben. Und bau die weiterhin Scheiße, organisieren wir uns, dann tun wir uns zusammen, dann bauen wir den Staat so auf, wie er einst gedacht war. Beginnen mit der Gemeinde, entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip. Es gibt keinen Grund zur Sorge, dass es hier zum Bürgerkrieg kommt. Es gibt viele Schritte zuvor, die gegangen werden können. Ich lade das nochmal separat hoch, da erkläre ich das auch nochmal mit der Gotha-Konvention und Erfurter Konferenz, alles hier bezogen auf die Staatsangehörigkeit. Bis hierhin erstmal, ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.